Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir painten an Cameroon weiter. Und zwar hatten wir hier im Stream hier an dem Abschnitt weitergemacht. Und ja, viel fehlt da nicht mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen da mal weiter. Es wird schon wieder dunkel draußen. Ich mache jetzt mal mit Blitzlicht, deswegen ja, funkelt das ja auch so ein bisschen. Aber es ist sonst zu dunkel zum Filmen. Ja, der Abschnitt ist wie gesagt fast fertig. Das würde bedeuten, dass ich dann da den Abschnitt erstmal direkt daneben mache. Und wenn das geschafft ist, dann würde ich da oben hingehen zum Weiterpainten. Dann würde ich das Ganze aber drehen, weil da kann ich, also da komme ich kaum noch dran. Da würde ich mir das Bild dann einmal drehen. Ja, langsam geht es voran mit Cameroon. Step by step. Aber ich habe mir gedacht, wir müssen ja endlich mal hier weitermachen, weil sonst sind wir in 1000 Jahren hier nicht fertig. Und wenn wir mal ehrlich sind, 60 mal 90 in diesem, sag ich mal, in diesem Motiv, was wir hier machen, wir haben ja wirklich nicht viel Farbwechsel. Ihr seht das ja hier. Das ist ja nicht der Farbwechsel des Todes oder so. Eigentlich ist man da ja auch relativ schnell. Und es muss halt auch mal vorangehen. Ich will das hier nicht Ewigkeiten liegen haben, das Bild. Denn ich habe noch ganz, ganz viele andere Diamond Paintings. Ja, die kurz über lang ja, fertig werden sollen. Aktuell bin ich ja ziemlich viel mit dem Perlensticken beschäftigt. Ab und zu noch am Disney's Hall. Und ja, aber wie gesagt, vor allem mit Perlensticken. Es kann sein, dass ihr draußen die Kinder schreien hört. Das ist bei denen irgendwie ganz normal. Das hört sich immer so an, als würden die sich alle gegenseitig ja, umringen. Aber die spielen nur draußen. Natürlich Marlin hier wieder am Start. So, ich glaube, das war es von dem R auch schon. Ja. Dann holen wir uns die nächste Farbe. Also, was mir halt jetzt aufgefallen ist, wenn ihr diese, ne, so nicht, wenn ihr diese kleinen Döschen hier habt, dann ist es irgendwie echt schwierig, mit dem Schiffchen hier reinzuschütten, weil mir die halt, wenn ich es halt so mache, ne, immer halt hier vorne rausfallen. Das geht bei den größeren besser. Aber ich hatte jetzt in diesem Koffer leider nur noch die kleinen Döschen, deswegen mussten die hier halten. So, wir brauchen die 25. Und auf jeden Fall, es ist viel angenehmer zu painten und ich painte viel lieber an diesem Bild, seit ich das in den Koffer umgeräumt habe. Ich kann euch das auch mal kurz zeigen. Das ist der obere Kofferteil. Hier aus diesem Doppelkoffer von Diamond Painting Deutschland, dieser große. Weil am unteren habe ich ein Bild einsortiert. Und dann habe ich mir einfach das obere rausgenommen. Da war noch ein altes Bild drin, das ist aber schon fertig. Und da waren halt jetzt nur die Steine, dann habe ich die rausgeworfen und habe halt das jetzt einsortiert. Und es ist viel angenehmer, weil man halt nicht ewig suchen muss, nicht ständig diese Zip-Tüten aufmachen und zumachen. Und ich hatte ja die Zip-Tüten am Ende einfach nur noch auf dem Tisch liegen. Und musste halt immer die Farbe suchen, weil ich die nicht irgendwo reingemacht habe, wo sie jetzt ja, sortiert waren. Aber so macht es auf jeden Fall Spaß. Also ich painte auch schon mal aus Zip-Tüten, so ist es jetzt nicht. Aber am liebsten painte ich doch schon aus so richtigen Behältnissen. Vielleicht ändere ich das bei meinem Josephine Warrior irgendwann mal. Das ist ja nach wie vor nicht fertig. Da ist schon ein ordentlicher Teil geschafft. Aber es ist ja so, dass ich einfach da nur noch Farbe für Farbe gepaintet habe. Ja. Und halt die halbe Fläche offen habe, was eigentlich auch nicht schlimm ist. Aber ich muss dann halt Ewigkeiten halt auch Farben suchen. Ich habe die zwar in diesen Rocher-Dosen sortiert. Aber ja, es ist halt nicht optimal. Also besser wäre es, wirklich das umzufüllen. Am liebsten mag ich halt diese Koffer, aber
Ja, also hier passen jetzt zum Beispiel 66 Farben rein. Ach, der hat das gar nicht geklebt. Seht ihr das? Also ein paar Stellen, die kleben immer noch nicht. 66, ich glaube, in dem unteren müsste, glaube ich, auch so viel reinpassen. Ja, da wäre ich schon bei über 120, aber das Bild hat über 200 Farben, was ich aktuell mache. Ich glaube, 275 Farben. Das ist schwierig, da jetzt Koffer für anzuschaffen. Ich hätte noch Tic-Tac-Dosen. Die mag ich aber persönlich auch nicht so gerne. Also hier unten, seht ihr das? Das klebt einfach nicht da unten. Ja, mal gucken. Vielleicht ändere ich das einfach da nochmal, dass ich da auch wieder ein bisschen Freude an dem Bild habe. Oh Gott, das ist jetzt hier bei jeder Farbe, hier unten bei jedem Stein. Also das ist so ein Grund für mich, dass ich ein Bild nicht weitermache, wenn die Steinchen halt nicht halten. Ne? Normalerweise gibt es bei mir nie ein Bild, was ich halt unvollendet lasse. Das kann halt schon mal ein paar Jahre dauern, bis ich das fertig mache. Aber ich mache es fertig. So, ich glaube, jetzt geht's wieder. Ja, das ist echt nervig, wenn das nicht klebt. Ich hatte das ja in dem Abschnitt hier unten total doll. Das war richtig nervig. Ja, ansonsten, ich knüpfe das Video nämlich hier an einem Sonntag auf. Heute war wieder so ein typischer Sonntag. Erstmal Stream halt, beziehungsweise erstmal heute schon Vormittag Haushalt. Gegen 12 habe ich ja dann Diamond Painting gestreamt, also hier auch an diesem Bild. Und danach habe ich gestickt und einen Seitenfinish vom Otter gehabt. Ich muss mal hier gerade das Wachs rausangeln. Und dann habe ich ein bisschen Animal Crossing gespielt. Also ich spiele noch gar nicht so lange Animal Crossing. Ich habe zwar auf dem DS früher gespielt, aber nicht so intensivst. Und wenn ich dann immer sehe, was andere Leute zaubern, ich kenne mich da halt nicht so aus und muss mich da halt viel immer schlau machen und einlesen. Aber nun gut. Irgendwann wird das. Ich weiß nicht, könnt ihr das jetzt sehen, wenn ich euch das zeige? Seht ihr jetzt, da ist schon der erste Stein nach vorne gerutscht. Wenn ich jetzt weiter schütte, dann fällt er noch mit vorne. Ja, am liebsten painte ich ja mit diesen Herzschiffchen. Ich muss mir auch mal eins hier hinlegen. Ich habe jetzt zwei Stück davon. Eins habe ich ja in lila und eins in so einem Türkis. So, ich würde sagen, wir machen da oben aber erstmal die drei. Die haben wir hier oben. Ich verstelle euch mal ein kleines bisschen, dass ihr hier ein bisschen mehr die Ecke sieht. Seht. Hier unten haben wir keine drei, okay. Senden wir das jetzt Folie da oder? Doch, da klebt Folie. Das heißt, die beiden Dreier lasse ich jetzt aus. Mach hier weiter. Da muss ich die machen, wenn ich dann hier auf der Seite painte. Ich muss auch mal gucken mit dem Abschneiden von der Folie, dass mir das nicht wieder einreißt. Also, wer jetzt mein letztes Unboxing gesehen hat von Peach Moon Art, da habe ich ja auch gesagt, dass diese Folie halt, die ist viel fester bei der Pichu, die ist richtig, richtig dünn. Und das ist echt so, wenn ich die da so ein bisschen einschneide. Und ich die halt dann ja hoch machen will, dass die mir einfach einreißt. Dann habe ich vielleicht an irgendeiner Stelle nicht so gut geschnitten. Da reißt die mir sofort ein. Ich hoffe, dass ich das bei der Pichu halt nicht habe, weil die halt ja fester ist auf jeden Fall. Ich habe aber auch keine Lust, das immer mit der Schere zu schneiden. Also hier unten die Stücke, also da. Moment. Da. Die habe ich mit dem Cutter geschnitten und jedes Stück habe ich mit der Schere geschnitten und das ist trotzdem angerissen. Also es liegt nicht daran, dass ich nicht in der Lage bin, den Cutter zu bedienen, sondern dass die Folie einfach kacke ist. Weil die halt super, super dünn ist. Prinzipiell mag ich Flüssigkleber aber lieber wegen der Blasen, aber diese Folie hier, die ist echt, echt eine Katastrophe.
Das macht dann keinen Spaß. Wenn die ständig einreißt, dann musst du gucken, wo ist die auf dem Bild noch, dann siehst du das so schlecht, weil natürlich die Klebeschicht hier vor dem Bild auch ziemlich glänzt. Und man konnte das jetzt, also man sieht das hier so gut wie gar nicht, dass hier noch die Folie ist. Das ist ganz, ganz schlecht zu erkennen. Aber nun gut, was will man machen? Das Bild will ja gepainted werden. Also Augen zu und durch. Ja, ansonsten gibt es nichts besonders Spannendes. Also wenn ihr das Video seht, ist ja quasi mein Urlaub um. Ansonsten habe ich jetzt erstmal noch eine Woche. Ich habe jetzt noch Montag und Dienstag Termine. Und Mittwoch wollen wir lecker essen gehen beim Asiaten. Ich hoffe, das klappt. Da werde ich morgen mal anrufen und einen Termin machen, also einen Tisch reservieren. Und ja, der Rest der Woche wird wahrscheinlich nichts großartig Spannendes passieren. Also super viel irgendwo hingefahren sind wir nicht. Wir sind jetzt hier mal in der Stadt gewesen und so. Wir hatten überlegt, auch mal nach Oberhausen zu fahren, aber ja, im Endeffekt bleibt eh nicht großartig viel Geld, was man jetzt ausgeben könnte in der aktuellen Zeit. Und deswegen machen wir das jetzt nicht. Deswegen gehen wir halt jetzt lieber dafür lecker essen beim Asiaten. Bei der lieben Judy in Hahn bei Asia Ming. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir da waren. Ich habe letztes Mal schon überlegt, ob ich nach dem Lockdown schon mal da war. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Oder ob wir einmal da waren mit Masken. Also kann auch sein, dass wir einmal da waren mit Masken, aber dann ist es auch schon wieder eine Weile her. Und ja, da freue ich mich aber auf jeden Fall schon drauf. Ansonsten wird bis dahin noch ganz viel hoffentlich auch gepaintet. Ich hoffe, dass ich da mit dem einen Bild, was ich noch drüben liegen habe, dass ich das endlich mal fertig machen kann. Es ist ziemlich unscharf da hinten, kann das sein. Vielleicht denke ich das auch gerade nur. Ja, dass ich da ein bisschen noch vorankomme. Ich würde das Bild gerne abschließen, weil es kotzt mich wirklich an. Ich kann es nicht mehr sehen. Und ja, sticken auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht habe ich noch eine Figur am Soul. Da habe ich mir jetzt aktuell, also normalerweise wollte ich das in der richtigen Reihenfolge machen. Habe ich bisher auch gemacht, ich glaube bis Figur 10 oder 11. Habe aber jetzt mich entschieden, erstmal eine einfache Figur zu machen. Da gibt es ja diesen Vogel, ich weiß gerade nicht genau, wie der heißt. Owen Spurt, genau, Owen Spurt heißt er. Der hat nicht viele Farben, der hat schöne große Flächen zum Sticken. Den habe ich mir jetzt rausgesucht, der ist aber eigentlich ein paar Felder weiter eigentlich. Aber ich habe mir gedacht, nee, du willst ja mal vorankommen und ja, quasi als Motivation, dass man da schnell was fertig hat, habe ich mir den mal rausgesucht. Habe ich aber noch nicht angefangen. Mal gucken, ich habe mir gerade noch bevor ich mit Painten angefangen habe, einen Faden fertig gemacht zum Perlensticken für Seite 3 für meine Wölfe im Polarlicht oder Wölfe mit dem Polarlicht. Boah, seht ihr das? Habt ihr das gerade wieder gesehen? Es ist so widerlich, wirklich. Das ist so schlimm, wenn das öfters noch auf dem Bild vorkommt. Da hast du wirklich keinen Bock zu painten, ne? Das ist so nervig. Naja, jedenfalls habe ich mir noch einen Faden fertig gemacht. Entweder, dass ich jetzt da dran gleich noch ein bisschen stick. Also wir haben schon wieder, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir dann? Irgendwie schon 19 Uhr, glaube ich, durch. 7:30 oder so. Ich sehe es nicht genau. Entweder haben wir schon 7:30 oder 6:30, aber ich glaube eher 7:30. Und seht ihr das? Das ist doch nicht mehr normal, ne? Ja, oder ich sticke gleich noch am Saw ein bisschen. Ja, mal gucken, ich weiß noch nicht. Ziel war es ja aber auf jeden Fall, in meinem Urlaub auch endlich mal mit den Projekten weiterzukommen, weil ich wirklich unter der Woche nur wenig Zeit habe, ne? Also ich habe zwar so von Montags bis Freitags, sage ich mal, so ja, 1 Stunde bis 2 Stunden Zeit,
irgendwas zu machen und das war's dann halt, ne? Die meisten oder die letzten Wochen war ich sehr erschöpft, sehr müde. Dann habe ich teilweise noch nicht mal was gemacht oder nur sehr, sehr wenig und war sehr langsam. Ja, war alles ein bisschen viel die letzten Wochen. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen entspannter wird. Dadurch habe ich aber halt nicht so viel, ja, Zeit, halt 1 bis 2 Stunden maximal, wenn überhaupt, ne? Sehr viel im Haushalt auch liegen geblieben letzten Wochen. Ich wollte eigentlich auch noch den Flur, also da habe ich ja meine Harry Potter Sammlung, staubwischen, aber das habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich das mache oder nicht. Ja, mal schauen. Falls ihr dieses Quietschen im Hintergrund hört, das sind unsere Türen. Mein Freund latscht hier scheinbar quer durch die ganze Wohnung. Und das hört man leider extrem. Oder es kommt auch zusätzlich noch von den Nachbarn. Ich weiß es nicht genau. So, was haben wir denn jetzt noch für eine Farbe? Wir haben hier, also wir werden auf jeden Fall... Ach Gott, jetzt habe ich einen Stein. Ich mache das auf jeden Fall noch fertig. Ich habe ein S übersehen. Machen wir das mal zuerst. Das ist die 25 gewesen. So, dann haben wir hier das D. Das ist die 13. Ach Gott, ich habe ja wieder überall Steine verteilt, ne? Alle mal bei Marlin rein. So, das D. Ja, das ist jetzt fast fertig, das Feld. Das freut mich, dass es ein bisschen voran hier geht. Ich habe noch so viele schöne Bilder, die ich alle noch painten möchte. Aber die Zeit. Ohne die ganzen Stickbilder, die ich noch habe. Hier ist ein Fussel drin. Ich habe aber keine Pinzette, aber ich habe hier meinen Haken von der Cricut. Oder nee, es heißt nicht Cry, weil es nicht mit Y geschrieben wird. Cricut. So. Alles an die. Ja. Das glitzert richtig stark, ne? Also wenn ich da jetzt so in die Kamera gucke, wo jetzt das Licht auch direkt da drauf scheint. Aber ohne wäre es total dunkel gewesen, ohne Licht. Da hätte ich euch das nicht filmen können. So, jetzt haben wir halt dieses blaue Symbol. Das ist die 38. Aber nicht viele. Nicht wieder viel zu viel in das Schiffchen reinmachen. Ich habe das also hier unten auch bisher noch nicht versiegelt. Bisher habe ich noch gewartet. Ich werde es aber wohl wahrscheinlich versiegeln. Ich muss mal gucken, wie gut die Steine letztendlich jetzt da halten. Ich habe es jetzt zwar schon ein paar Mal hochgenommen, weil ich es tatsächlich auch zusammenrolle zur Aufbewahrung, wenn ich nicht daran painte. Bisher ist auch alles dran geblieben, also ist bisher kein Stein rausgegangen. Aber mal schauen, ich denke, dass ich Teilversiegelung machen werde. So, da ist noch eins. So, dann haben wir dann noch die 9 und da oben noch. Für diejenigen unter euch, die das Bild übrigens nicht kennen, das ist Cameroon. Cameroon ist von Diamond Painting Deutschland. Von der Designerin Sarah Richter. So, dann machen wir erstmal kurz die 9. Das ist nur ein Steinchen. Und dann, dann haben wir hier das X. Wo habe ich das X? Ist die 29. Das mache ich jetzt auch mal hier raus, weil wir hier nicht viel haben. Also sprich direkt hier aus dem Döschen.
Boah, da ist gleich direkt hier so ein Stein weggeflogen vom D. Weil ich ein bisschen schief reingesetzt habe. So, noch eins. Und dann haben wir das T, die 26. Macht aber auf jeden Fall Spaß, das Bild. Ich paint es sehr, sehr gerne. Aber momentan ist es echt so, wenn ich mich halt abends entscheiden muss, was ich mache, dann ist es meistens Sticken, weil ich das halt am Schreibtisch machen kann. Und das halt leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Aber nun gut. So, was habe ich jetzt genommen? Das A, das ist da oben. Und dann sind wir schon fast fertig. Ging jetzt, hoppala, schneller als gedacht. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir das nicht mehr fertig bekommen im Stream, wollte ich schon sagen, im Video. Aber doch, das schaffen wir. So lange sollte auch Akku reichen und Speicherplatz hoffentlich auch. Ich muss immer mal gucken. Huch. Luftsteinchen. Oh, da ist noch ein X, das kann man gleich noch kleben. Wenn ich überlege, ich habe früher, als ich ja angefangen habe mit Diamond Painting, jeden Tag gepaintet, jeden Tag. Jetzt halt viel Sticken. Mal gucken, ich mache aktuell zwei Projekte gleichzeitig. Den Otter und gleichzeitig die Wölfe im Polarlicht. Ich habe zwar ja noch andere Bilder angefangen, aber die sticke ich halt aktuell nicht. Und die besticke ich aktuell so immer eine Seite und dann wechsle ich halt. Sprich, Otter hatte ich jetzt heute einen Seitenfinish und deswegen habe ich jetzt wieder gewechselt zu den Wölfen. Klar wäre ich dann mit einem Bild schon viel, viel weiter, aber so sehe ich in beiden Bildern einen Fortschritt. Und momentan macht mir die Technik da eigentlich ganz Spaß. Also, so lange mache ich das erstmal weiter, bis ich dann sage, nö. Aber so kriege ich wenigstens mal zwei Projekte gleichzeitig ein bisschen voran. Wieder ein Luftsteinchen hier. So, und dann haben wir jetzt nur das X und dann haben wir tatsächlich das Stück fertig. Ich weiß gar nicht, schaut jemand von euch House of the Dragon? Ich schaue das ja auch. Sprich, wenn ihr das Video seht, da ist ja schon Folge 3 draußen. Bin sehr gespannt. Falls ihr das schaut, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Jetzt kriege ich hier keinen aufgehoben. Doch. So, wir haben das Feld fertig. Cool. Ich kann euch das Bild einmal zeigen, was wir bisher gepaintet haben. Ich hole euch einmal dazu hoch. So. Also das ist das nächste Feld, was wir machen. Da oben seht ihr, fängt der Flügel an. Hier. Und das Stück haben wir jetzt fertig gemacht. Und das ist schon fertig. Also das ist das fertige Stück, was ihr jetzt hier sehen könnt. Wahnsinn, wie stark das glitzert, ne? Jetzt mal aufpassen, dass ihr mir nicht runterfällt. Ja, Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Ja, meine Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ihr Lieben.